Wie bewegst du dich nochmal? Eklig. So, dir traue ich das mal zu. Babydrache, weil ich den weiter aufleveln muss. Kobold ist dead. Dich können wir gebrauchen. Mann, Lavas, ich... Ne? Zwei kann ich noch und ich habe noch... Ich habe quasi volle Auswahl. Und dann wieder dunkles Magiermädchen, definitiv. Aber wen noch? Wen nehmen wir noch? Das Schlimme ist, der Tiger ist gut. Aber irgendwie hat er sich das letzte Mal absolut eingeschissen. Ich meine, der bewegt sich drei und greift mit einem an. Das ist nicht schlecht. Oder nehmen wir mal so einen... Nehmen wir so einen Mann mit. 150 hält ja gar nichts aus. Komm, Ente. Bin ich? Nein, bin ich nicht. Warte mal. Schießdrache, aber... Na, so sehr ich den auch mag. Nee, gut. Bin mir sicher, ja. Machen wir so. So, jetzt müssen wir natürlich zuerst irgendwie ran. Jetzt müssen wir mal gucken. Er ist wahrscheinlich irgendwo da hinten. Oh, das ist gut. Wieso habe ich das Gefühl, dass hier die Felder... Das mit den Feldern wird mich abfacken. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird sich bestimmt auch noch weiterhin sofort bewegen. Sie kann ich da oben gleich hinfeuern. Das wäre fies. Ente schicke ich da lang, damit die da oben hinkommt. Feuerloser. Noch ein Drache. Ja, nein, pack das wieder weg. Beauftragter, du kommst hier hin. Und Skelengel, du kommst hier hin. Acht Monster. Was hast du? Was hast du, Barik Mishta, Schmifterbara? Ja, ich gucke mir vorher seine Kapseln an. Wasser und... Habe ich da Wasser und Blitz gesehen? Mann, ich habe Windmonster, das ist also das geringere Problem. So, dann zeig mir mal, was du hast. Lasst das Duell des Schicksals beginnen. Wurdest du weniger bezahlt als die anderen oder warum klingst du so gelangweilt? Ah, so ein Ding. Das ist ein Nadelball? Ich glaube, es ist ein Nadelball. Das ist eine sehr pissige Krabbe. Und das ist noch eine sehr pissige Krabbe. Geflügelter Drache des Ra, töte! Okay, geil. Scheiße. Ich. Ja, 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 Yugi, das aber nicht. So, was hast du hier? Das ist eine sehr aggressive Krabbe. Ryukishin. Ach du Kagi. Was haben wir hier? Bolzenpinguin. Okay, ist ein sehr aggressiver Pinguin. Noch ein Ryukishin. Oh shit, der hat Zoa. Das Ding will ich auf jeden Fall. Aber... Sehe ich das richtig? Ach so, das ist jetzt, weil es noch nicht beschworen ist. Gut. Dass er jetzt angreifen, zuerst ran darf, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Das ist leider ein bisschen ärgerlich. Jetzt müssen wir nämlich erstmal warten, dass er was macht. Du kostet 57, 125. Das Schlimme ist, sie da schon direkt hochzuschicken, wäre vielleicht gar nicht mal so doof.
Und er hat nichts, was irgendwo... Ich glaube, er hat keine Lichtmonster, ne? Nur Blitz. Ja, es ist Blitz. Also Donner. Döner. Whatever. Ja, komm. War ein bisschen teurer. Los, Slifer, der Himmelsschieber. Soa wird ein Problem wahrscheinlich. Immerhin hat er die fiese Lache schon drauf. Okay, direkt schon so? Wie du meinst. Echt Rotauge, ich vermisse meinen Rotaugen. Vor allem, warum hat der Bilbo Soa? Das hätte ich bei Bandit Keith jetzt noch eventuell erwartet. 305. Ziemlich viel Attack, das Ding knüllst. Hier gehe ich hart auf den Sack. Nee, da müssen wir schlicht und ergreifend ein bisschen passiver vorgehen. Da dürfen wir nicht zu aggressiv sein. Da müssen wir echt vorsichtig sein. So ein, vor allem jetzt hat der schon Soa draußen. Was soll das denn? Ich kann mit ihr hier hin und sie ist safe. Kann zur Not kann sie auch noch abhauen. Ja, komm. Passt. Sie direkt mal ein bisschen dahin geschickt. Die mal ein bisschen Streit machen. Stimmt, Metall-Soa hätte zu ihm gepasst. Das Schlimme ist, wenn ich mir Soa krall, muss ich mir auch dem nächsten Stahl-Skorpion mal ein bisschen leveln. Oh, fuck. Das ist eine Mauer. Eine massive Mauer. Kann ich da vielleicht jemanden langsneaken? Wow! Was du brauchst, um zu gewinnen, sind Elementarhelden. Von dem Donnergigant. Vielen Dank für deine Spende auf jeden Fall. Wenn ich dich hierhin platziere und angreife, beziehungsweise wie bewegt ihr euch? Du bist ziemlich flink! Aber mal gucken, was würde das... Ja, nee, I will separate you. Ich hätte euch gern ein bisschen separater voneinander. Der Typ klumpt sich da nämlich zu. Okay, da ist er safe. Das ist okay. Beauftragte der Dämonen, Babydrache. Ich brauche gerade was, was ein bisschen flexibler ist. Genau wie ihn hier. Ich bin aber ganz ehrlich, ich mag die Map irgendwie. Wir beschwören jetzt einmal alles. Dann haben wir alles raus, haben 6 AP über und dann passt das. Jetzt müssen wir gucken, wie wir am schlauesten angreifen. Oder angreifen lassen. Der ist schon ein alter Verwalter. Was? Ja gut, es ist... Er ist im Vorteil, ja. Das war dumm von mir. Ich hab. Das war blöd. Verschwendet 50 dafür, dass er sich dahin bewegen kann. Sein Soa bewegt er. What the fuck? Ich kann Mon Lavas retten. So ist es nicht. Also der kann jetzt weg. Der kommt hier sogar noch tatsächlich in Sicherheit. Das ist sogar ziemlich easy. Ich muss nur gucken, wie und wohin. Ich bewege ihn einfach wieder zurück. Das ist, glaube ich, die einzige Option. Weil fighten kann er nichts wirklich davon. Außer den Pinguin, aber der ist noch lange nicht in Reichweite. So, warte mal, bevor du dich bewegst. Wie bewegt ihr euch? Diagonal 3. Das ist das Schlimme hier. Das, hier die Bewegung zu erkennen. Hallo. Na gut, dann ist so.
Meine Güte, ich will das doch nur... Oh mein Gottes Willen. Ist das eine konfuse Map. So, dich bringen wir in Sicherheit. Möchte dich nicht jetzt schon so früh verlieren. 36 plus. Ne, 38 war das, ne? Ja, 38. Jesus. Das ist gut. Hier kriegt sie Boni und hier nicht, aber hier kann sie angreifen. Das Ding ist radikal. Okay, ist auf Finsternis und kriegt da natürlich einen absoluten Mega-Boost. Ich könnte mich auch hier hinstellen und den Nadelball angreifen. Für 102. Das ist, glaube ich, eher die Entscheidung, ja. Oh Mann, das könnte kritisch werden. Die Map ist... Ui. It's some fancy piece of art. Okay. Na shit, kann dich nicht bewegen. Ja gut. Na gut, na gut, na gut, na gut. Na Gucci. Ich habe noch viele Strategien. Das eigentliche Duell beginnt jetzt, Pharao. Siehst du deswegen so deprimiert aus? Ach du Scheiße. Aber gut, ich habe ihn von diesem Finster... What the fuck? Okay. Was ist dieses Ryukishin? Das Ding ist ja broken as fuck. Ja, geil. Nackter Dude mit Flügeln. Ja, well. Alter. Ich hätte nicht damit gedacht, dass der so viel Schaden drückt. Was war das denn? Nicht schlecht. Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Geil, noch ein schlechter Zug von mir. Ich strotz ja heute nur so von schlechten Zügen. Ich habe immer noch eine Chance. Ja, aber langsam. Alter, was? Ja, ist gut. Durchgeknallter Pinguin. Der hat einen... Oh, der hat einen Boost, wo Finsternis Monster Attack kriegen. Ach, natürlich. Warum hat der so ein fucking Symbol-Scheiß und ich nicht? Das scheint mir irgendwie nicht fair. Ich bin... Alles, was mein Ding kann, ist blöd leuchten. Ja, gut. Das Ding, ne, das Ding willst du ja zum Sterben schicken. Alter Verwalter. It's a crap! Oh shit. Sehr aggressive Krabbe. Echt, ich habe irgendwie nie das Gefühl, dass ich wirklich einen Boost bekomme. Ich habe immer eher das Gefühl, ich kriege irgendwie mehr auf den Sack. Jetzt müssen wir uns mal was einfallen lassen. Dieses Ryukishin-Scheißteil, ne? Natürlich bin ich wieder nirgendwo in richtiger Position. Ich liebe es. I fucking love it. Das Ding kriege ich auch nicht getötet, ne? Ich
können mich hierhin bewegen und hoffen, dass er ihr nachgeht. Wie ich es auch machen würde. Die Dinger, ne? Wenn es finsternis Monster gemein sind, dann müssen wir erstmal hier ran. Es ist nicht gut. Ja, das Problem ist, das einzige Feuermonster. Du darfst auch aufhören, die Kamera so unglaublich nervig zu drehen. Sehr verbunden. Du kannst dich drei bewegen, ne? 1, 2, 3. Warte mal, wie ich mich also hier hin bewege. Ist er schon mal safe. 1, 2, 3. Und 2 kannst du angreifen? Ja, Alter. Das ist brutal. Erstmal ein bisschen in Sicherheit gehen. Mein Magiermädchen kann ich, glaube ich, leider nicht mehr retten. So leid mir das tut. Shit, das ist Donner. Das habe ich ganz vergessen. Das bringt absolut gar nichts. Scheiße. Und du kannst nicht angreifen, weil du diagonal bist. Ich könnte dich aber hier hinschicken. Und ihn angreifen. Für moderaten Damage. Lavas, was mache ich mit dir? Dich kann ich hier hinschicken. Kannst du killen? Du kannst nicht killen. Und dann stehst du auch noch meiner Ente im Weg. Aber immerhin hast du etwas gemacht dann. Immerhin hast du etwas gemacht. Spiel, hör bitte auf, die Kamera zu drehen. Dankeschön, das ist echt ätzend. Ich kann natürlich nicht... Kann mir den Pinguin vorknöpfen? Komplett? Ja, kann ich. Das ist immerhin etwas. Das ist ein Problem, was wir der Liste streichen können. Boom. Und Level up. Level 4. Sollte sie überleben, könnte ich sie, glaube ich, nächste Runde entwickeln, wenn ich mich nicht irre. Es sei denn, ich habe irgendeinen Faktor daran vergessen. Euer Stick ist so bewegen, so angreifen. Pack ich dich mal hier hin. Das waren alle. Jetzt muss ich wieder auf den Sack kriegen. Da werden jetzt einige meiner Monster sterben. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ich dropkick dich hier gleich runter, Junge. Ja, schnappt sich mein Magiermädchen. Das habe ich befürchtet. Das habe ich mir eigentlich gedacht. Aber ich konnte es ja auch nicht retten. Beziehungsweise da vor dem Ding wegzulaufen wäre Wahnsinn gewesen. Ich kann eher hoffen... Das Ding ist sogar ein Level up. Nachdem es zwei meiner Monster weggebasht hat. Komm, du bist elementar im Nachteil. Ja gut, danke. Das ist eine kleine... Ein kleiner Trost gerade. Vielleicht kann sie da was reißen. Ja, das ist mir... 11 Schaden, bitte. Also jetzt bist du auch noch im Nachteil. Jetzt machst du noch weniger Schaden. 11 Damage. So geringen Schaden habe ich ja in dem Spiel noch nie gesehen. Es ist noch nicht aus. Wir können da noch was reißen. Ich habe eine Menge AP auf jeden Fall. Mir stehen eine Menge Optionen zur Verfügung. Ich kann dich jetzt gerade nicht entwickeln lassen. Das ist natürlich ärgerlich. Ich krieg's ein bisschen Minus hier, aber... Du kannst es killen, ja. Darauf habe ich gehofft. Dass wir das Ding ein bisschen... Dass wir die Dinger loswerden. Gut, das ist gut. Mon Lavas, du könntest den Nadelball angreifen. Bringst aber nicht so viel da. Du
könntest aber auch hierhin und Soa schon mal angreifen. Ist auch nicht viel. Oder du könntest die Krabbe angreifen. Für 100 Damage. Jedoch an diesen Krabben sehe ich jetzt gerade absolut kein Problem. Ich sehe eher das Problem, dass Soa mir später in Gefahr wird. Deswegen greifen wir da schon mal an. Auch wenn es nicht viel Schaden ist, aber... wir brauchen gerade alles, was wir kriegen können. Wenn wir die Ente hier parken, macht sie mit der Krabbe kurzen Prozess. 4 HP, das ist nicht dein Ernst. Oh shit, aber es muss. Andere Option gibt's nicht. Hey, werde nicht übermütig. Schusch, you fuckbutt. Babydrache. Bis ich den da habe, ne? Du kannst dich... du kannst hier hin. Das heißt, hier ist er nicht in Gefahr. Gut. Denke ich jetzt noch. Das heißt, wie kannst du dich bewegen? Stimmt, du hattest den Spaß. Und Angriff war 2 so, das heißt, du könntest hier angreifen. Geh erstmal hier hin. Ja, wir brauchen schon gar nicht mehr so viele AP mittlerweile, weil wir nicht mehr... wir haben nur noch 5 Monster. Er hat auch noch 5. Aber ich glaube, da sind schon... es wird tricky. Das wird echt tricky. Aber das können wir eventuell noch reißen. Vielleicht ein kleiner Missplay, wenn wir Glück haben. Hey! Ja, du brauchst gar nicht so... Der kriegt seine AP nicht mal voll. Lava ist tot? Ja, haben wir gedacht. Wassermonster. Das habe ich befürchtet. Aber das ist nicht so schlimm. Shit. Wie viel? 93. Easy. Hält sie auch aus. Wenn sie dir nämlich gleich entgegenkommt, dann hast du nämlich das Problem. Gut, Soa kann gerade nichts machen. Das Ding kann auch nichts machen. Und seine Krabbe sehe ich jetzt nicht als... hat er sich jetzt gerade in meinen Attack-Radius gemoved? Das war vielleicht das, was ich gebraucht habe. Yes. Du stehst da jetzt nämlich richtig schlecht. Bingo. Das habe ich gehofft. Jetzt können wir nämlich so langsam welche rausnehmen, so die sich abkapseln. Dass wir hier Verluste machen, das ist klar. Es killt nicht. Aber es muss. Okay. Lästiger Narr hat gesprochen. Okay, gut. Warum? Warte mal. Warum sollen wir uns bewegen? Wie kann sich... Soa könnte sich so und dann könnte er mich hier wegbashen. Aber er kann nichts tun, wenn wir hier bleiben mit der Ente. Ja, 4 Damage. Das ist so peinlich, dass ich für 4 Damage angreifen muss. Okay. Du bist besser, als ich dachte. Du auch für einen Typen mit Ohrring. So, jetzt nur keinen Fehler machen. Du kannst dich nicht dahin bewegen. Das heißt, ich könnte ihn so oder so hier hinmoven. Das Schlimme ist, der Beauftragte der Dämonen ist jetzt mittlerweile so weit behind. Hier hinzuschicken wäre... das würde länger dauern. Nee, komm. Frontal. Habe ich alle?
Hallo. Achso, weil das das einzige Monster ist, was wo ich noch bewegen kann. Ja, gut. Nee, muss so sein. Das muss so. Der kriegt seine Leiste nicht voll. Oh, überlebst du das? Ganz knapp. Aber die Krabbe macht's wahrscheinlich. Die Krabbe macht dem Ganzen jetzt wahrscheinlich ein jähes Ende. Are you retarded? 11 Damage. Du hast dich gerade eben aus diesem Radius wegbewegt. Nur um dich da wieder hinzubewegen. Also entweder hat die KI gerade einen herben Durchfall, jeder Zug bringt mich meinem Ziel näher, wo ich mich nicht drüber beschweren würde. Wenn wir den Baby dran hier hinpacken, ist sogar gar nicht mal doof. We do it. Das Problem ist, wenn wir ihn jetzt hier hinstellen, kommt er mit Zoa hier hin und basht meine Ente weg. Was leider ein Faktor ist, den ich in Betracht ziehen muss. Das Ding überlebt schon wieder! Come on! Ist doch nicht dein Ernst! Nö, das sehe ich schon gar nicht ein. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich habe eine Idee. Ich mache ihm ein bisschen Ärger. Das würde killen. Das ist gut. Bewegen. Ich komme hier nicht rüber. Sprich, ich kann so oder so nicht angreifen. Nee, erstmal ihn hier weg. Erstmal ihn wegbashen. Da hat er noch zwei Monster. Und jetzt, es sieht jetzt richtig gut aus. Warum ich die Ente nicht stehen lasse? Warum soll ich sie stehen lassen? Um sie einfach sterben zu lassen? Wenn ich jetzt Glück habe, schickt der Zoa der Ente nach, sodass ich mit meinen Leuten nachrücken kann. Ergo, wenn ich nachrücken kann, habe ich eine größere Chance, da noch was zu machen. Ich muss, weil bis ich da jetzt ankomme, das dauert. Deswegen, die Krabbe sehe ich nicht als Gefahr. Das Ding wird wahrscheinlich gleich vom Babydrachen weggebasht. Hoffe ich. Also. Shit, Zoa braucht das gar nicht. He doesn't need that shit. Scheiße. Ich mach das zur Not. Ente auf Kristall. Zoa ist zwar cool, aber ich bin ganz ehrlich. Ich gewinne lieber das Duell, anstatt ein Monster nicht zu bekommen. Versteht ihr? Ich gewinne lieber das Duell und er entscheidet sich ja offenbar lieber für meinen Babydrachen. Deswegen, ich, ne? Weil die Krabbe nicht, weil ich nicht one-shotten konnte, das hat mir einfach gerade angefressen. Diese scheiß Krabbe, ne? Du machst nicht mal Damage daran. Das ist schon peinlich irgendwo. Nee, komm. Ihn kesseln wir jetzt ein. Ihn kesseln wir jetzt einfach nur ein. Und ich würde sagen, wir rennen einfach. Ja, ich bin ganz ehrlich, wir rennen einfach. Was sollen wir jetzt... Was sollen wir jetzt den Kampf suchen? Wo kann er damit hin? Hier bringt ihm nicht wirklich was. Ihm hier kann er... Er kann ihn hier hinstellen, bringt ihm aber auch nichts. Von daher, das ist schon gar nicht mal so falsch gerade. Schicke Skelle-Engel nochmal mit. Und, oh, ihn kann ich hier hinstellen. Da kriegt er auch noch einen Boni bei. Der soll sich mal schön darüber nachdenken. Was ist ihm jetzt wichtiger? Sein fucking Kristall, der mal... Wo wieder die Ente sich hinstellt und wegbasht? Oder
die Kreaturen hier, wo er keinen Schaden dran verursacht. Weil das ist mir relativ Wurst. Und Zoa killen könnte gefährlicher werden, als ich möchte. Wenn ich es jetzt nebenbei noch hinkriege, dann, klar, dann I take it. Ich kann Zoa von hier aus sogar angreifen. Mit sehr gutem Damage. Von daher, das ist jetzt sogar eine Option. Jetzt ist Zoa auf einmal doch eine Option. Watch this. Du gehst hier hin. Du kannst die Krabbe angreifen. Bringt nur gar nichts. Geh mal hier hin. Und du... Einfach als Backup. Ich lasse die Ente jetzt hier. Ich habe ihn jetzt quasi hier eingekesselt. Wenn ich es nämlich noch schlauer... Warte mal, wenn ich es noch schlauer hinkriege, kriege ich Zoa und den Kristall, wenn ich nämlich die Krabbe am Leben lasse. Dann kriege ich alles. Und sag mal noch einer... sie muss sich jetzt hier opfern. Das, gut, ist natürlich ein bisschen bedauerlich. Nee, ich krieg Zoa. Ich kann den Beauftragten jetzt in Position bewegen und dann... Der ist sogar dann schon Level 2. Ja, was interessiert mich deine Krabbe? Alter, was interessiert mich deine Krabbe? Wir hatten Zoa doch eben gerade in 3D. Ich würde das Ding schon mal angreifen lassen. Weil jetzt... Genau, kann ich hier hin? Es sollte genügen. Ja! Nice, wir kriegen beides. Und sein Kristall bewegt er schon gar nicht mehr, weil er weiß... Nö, das bringt nichts. Wenn ich ihn dahin stelle, bewegt er sich dahin. Wenn ich ihn dahin stelle, bewegt er sich dahin. Es ist, ne... Es ist eine Zwickmühle! Genau. Und push! Weggebasht! Die Krabbe ist mir scheißegal. Auch wenn ich die noch wegknödeln könnte, aber das wäre ja Verschwendung. Ich kriege ja mehr Erfahrung, wenn ich den Kristall zerstöre, ne? Level up! In 2 Ausrufezeichen. That's game. Und die Ente kriegt Ultra-Erfahrung. Das wird dir den Rest geben. Ja. Alles, am Ende hat alles noch gepasst. Wir haben zwar eine Menge Monster hier verloren. Wirklich eine Menge Monster. But it was worth it. Das war's wert. Das hat sich gelohnt. Für so einen rauen Anfang... Wie konnte ich verlieren? You fucked up, mate. You fucked up. You fucked up. Ja! That's what you get. Was? Ich... Dieses Duell des Schicksals ging zu meinen Gunsten aus. You suck. Warum? Warum habe ich gegen diesen Amateur von Pharao verloren? Bitte? Solange du von den Schatten kontrolliert wirst, wirst du niemals in der Lage sein, mich zu besiegen. Ja! Wart's nur ab, Pharao! Einfach mal 40 Erfahrungspunkte. Ja, misplace, Marek. Misplace. You got outplayed. 3 Leute sind lebend rausgekommen. Alter. 3 meiner Monster sind lebend aus dieser Sache rausgekommen. Und ich krieg dafür Zoa. Das Ding kostet aber auch, aber lohnt sich dann auch. 81. Na, noch ein Nadelball. Nee. Alter, das Ding ist teuer. Ich hab schon so viele Finsternismonster.
Na gut, nehmen wir sein Level 2 Ryokishin. Sind zwei Level 2 Monster im Geschenkengaul, haut man nicht aufs Maul.